Die Erwachten sind nicht leicht zu täuschen. Sie können Lügner auf mehr Arten erkennen, als die meisten Menschen sich vorstellen. Die Erwachten sind Menschen, die Gefühle anderer viel tiefer verstehen können. Sie nehmen die Dinge auf einer höheren Ebene wahr und verstehen sie. Dadurch sind sie in der Lage, Aspekte der Realität zu erkennen, die andere ignorieren. In diesem Video sehen wir einige der Gründe, warum erwachte Menschen Lügner erkennen können und warum es so schwierig ist, sie zu täuschen. Eine erwachte Person zu belügen sollte komplett vermieden werden. Es ist töricht, jemanden zu belügen, der höchstwahrscheinlich Menschen durchschauen kann. Menschen lügen, um ihre Schwäche zu verbergen und versuchen immer, ihre Unsicherheiten zu verbergen, indem sie falsche Mythen erschaffen. Sie neigen dazu, sich selbst zu überhöhen, um nicht minderwertig zu erscheinen als das Idealbild, das sie für sich selbst geschaffen haben. Manche Menschen lügen, um einen depressiven Zusammenbruch zu vermeiden. Diejenigen, die lügen, erschaffen Fantasien, in denen sie sich als der beste Mensch der Welt sehen. Diejenigen, die lügen, wollen andere und die Realität manipulieren. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, ihre Fantasie zum Leben zu erwecken, aber durch ihr ständiges Leben in Illusionen und Lügen verlieren sie schließlich den Bezug zur Realität. Lügner können es sich nicht leisten, Mitleid mit den Menschen zu haben, die sie manipulieren, denn sonst müssten sie ihr eigenes Versagen eingestehen. Deshalb stehen sie ständig unter Druck. Auf jeden Fall müssen sie ihr Verhalten beibehalten und ihre Gefühle von ihrer manipulativen Strategie distanzieren. Für die Erwachten ist es jedoch schwierig, zu lügen. Eine große hellseherische Fähigkeit ist eine seltene Gabe, die erwachte Menschen besitzen. Jeder kann in der Lage sein, die Gedanken anderer zu lesen, indem er Hinweise aus deren Körpersprache und verbaler Sprache aufnimmt, aber Erwachte gehen weit darüber hinaus. Sie empfangen direkt übersinnliche Bilder und sind Realitäten ausgesetzt, die über die eines Durchschnittsmenschen hinausgehen. Als einfühlsame Menschen sind sie auch in der Lage, sich besser in andere hineinzuversetzen und wissen genau, wie man sich fühlt, wenn man wie sie ist. Sie können anderen helfen, indem sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie lügen. Selbst wenn sie denken, dass sie genau das Gegenteil tun, können sie leicht aus den Fehlern oder Erfolgen anderer lernen und sogar unnötige Auseinandersetzungen vermeiden, indem sie diese Fähigkeiten zu ihrem Vorteil nutzen. Hier sind nun 7 Gründe, warum man die Erwachten nicht anlügen kann. Erster Grund: Die Erwachten können spüren, wenn jemand etwas verschweigt. Sie spüren, wenn nicht die ganze Wahrheit gesagt wird oder etwas verschwiegen wird. Die Erwachten können spüren, dass es noch mehr gibt und dass eine bestimmte Botschaft völlig unvollständig ist. Auch wenn sie nicht wissen, was es ist, so wissen sie doch, dass ihnen bestimmte Dinge nicht gesagt worden sind. Aus diesem Grund können die Erwachten das, was eine Person sagt, aus allen möglichen Blickwinkeln analysieren, nicht weil sie hart oder unhöflich sind, sondern weil sie die Gültigkeit des Arguments prüfen müssen, indem sie es von allen Seiten betrachten. Der zweite Grund: Die Erwachten können negative Emotionen wahrnehmen. Sie nehmen negative Emotionen als intensive Energiewellen wahr, die von Menschen ausgehen. Wenn jemand negative Energien produziert, fühlen die Erwachten eine düstere Schwere um sich herum. Negativität ist eine sehr schwere Energie und schwer zu kontrollieren. Erwachte sind wunderbare Beobachter, sie sind im Körper präsent, im Hier und Jetzt. Sie sind sich jedes Gedankens, jedes Gefühls und jeder Handlung bewusst. Bewusstheit ist ihr gewohnter Geisteszustand. Dritter Grund: Wenn sie von unauthentischen Menschen umgeben sind, fühlen sie sich schlecht. Die Erwachten neigen dazu, Bedürftigkeit und Schwäche zu empfinden, wenn sie mit Menschen zusammen sind, die lügen. Sie können keine Zeit mit solchen Menschen verbringen, weil sie ein Gefühl der inneren Unruhe verspüren. Die Energien, die der Mentalkörper der Menschen produziert, sind für die Erwachten ein offenes Buch. Sie haben ihr Herz immer offen. Auf diese Weise können sie jede unreine Energie sofort wahrnehmen. Für normale Menschen mag dies wie eine Schwäche erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es eine große Quelle der Stärke. Erwachte sehen durch jeden Menschen hindurch,
Sie wissen, wie sie in ihr Inneres sehen können, und vor allem spüren sie die Wärme der Seele. Der vierte Grund: Die Erwachten nehmen deutlich wahr, wenn jemand Vorurteile hat. Sie können spüren, wenn jemand Vorurteile hat. Wenn jemand verheimlicht, dass er ein voreingenommener Mensch ist, weiß der Erwachte das, und ein Manipulator kann diesen existenziellen Aspekt nicht verbergen. Fünfter Grund: Den Erwachten entgeht kein Detail. Sie achten auf jedes Detail. Sie bemerken Dinge, die die meisten anderen nicht bemerken. Körpersprache, Verhalten und Emotionen verraten viel mehr, als die meisten Menschen denken. Sechster Grund: Sie können Aufrichtigkeit deutlich spüren. Die Erwachten wissen, wann jemand wirklich aufrichtig ist. Wenn du nicht aufrichtig bist, ist es besser, aufzugeben. Ein Erwachter spürt immer die Aufrichtigkeit in den Menschen. Er nimmt ein Gefühl der Gelassenheit wahr, das ihn die guten Absichten der anderen verstehen lässt. Siebter Grund: Die Erwachten vertrauen voll und ganz auf ihre Intuition. Sobald eine erwachte Person von ihrer Intuition alarmiert wird, wird sie keinen Rückzieher machen. Wenn es zu einem spirituellen Erwachen kommt, beginnt eine Person klar zu erkennen, dass sie anders ist als der Mainstream der Menschen. Allmählich gibt der Erwachte ein altes Glaubenssystem auf, er denkt neu, sein Charakter verändert sich, und eine ganze Reihe spiritueller Kräfte taucht aus der Asche der alten Persönlichkeit auf. Danke, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn Sie denken, dass es helfen könnte, teilen Sie es bitte.